Aber ohne meine Frau wäre es nicht gegangen. Und heute ist es eben so, dass meine jetzige Partnerin mir seit vielen Jahren auch den Rücken frei hält. Ich hätte diese Arbeit hier mit der Übersetzung nicht machen können, wenn sie mir nicht den Rücken frei hält. Deswegen, das muss man anerkennen. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Irgendjemand schrubbt da mit seinem Mikrofon. Wir lesen jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag aus dem wichtigsten Buch in der Krishna Bhakti-Tradition, neben der Bhagavad Gita, wie sie ist. Sind das unsere wichtigsten Bücher im Krishna-Bewusstsein? Sie wurden übersetzt und erläutert von His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema und auch einen besonderen Gast, wie viele Devotis schon mitbekommen haben, kann man das gesamte Srimad Bhagavatam in Deutsch, konnte man es bisher nicht wirklich lesen, sondern nur bis zum 10. Kanto, 13. Kapitel. Dann hatte Srila Prabhupada mit dem Übersetzen und Erläutern aufgehört, erläutern. Und zwar, ja, es war im Jahre 1977. Und Srila Prabhupada verließ diese Welt und kam also nicht mehr dazu, weiter zu übersetzen. Dann haben sich einige sehr, wie nennt man das? Ja, einige sehr gebildete Schüler dann an die Arbeit gemacht, um dann aus dem Englischen die noch fehlenden Verse zu übersetzen, dann zu schauen, was die vorangegangenen Acharyas zu diesen Versen kommentiert haben. Und da haben sie dann eigene Erläuterungen verfasst und eben auch haben sich da orientiert an Srila Prabhupadas Lehren. Und so entstanden dann ein paar Jahre später die noch fehlenden Srimad Bhagavatam Kantos, die dann in englischer Sprache darauf warteten, endlich auch ins Deutsche übersetzt zu werden. Aber das geschah irgendwie nicht, viele Jahre lang. Man kann eigentlich jetzt von 40 Jahren sprechen, bis, und alle Devotis waren auch, oder ich kenne viele, die waren traurig. Ich würde so gerne auch den 11. und den 12. Kanto lesen, bis sich dann unser lieber Jörg an die Arbeit gemacht hat, den blende ich euch hier mal ein. Hare Krishna, lieber Jörg, herzlich willkommen. Jörg kommt aus oder lebt in der Nähe von Rostock, direkt Rostock oder so am Rande, glaube ich, ne? Naja, das ist zwischen Rostock und Warnemünde. Genau, also dort, wo es richtig schön ist und wo man die Ostsee auch sehen kann, da lebt der Jörg. Und Jörg hat sich vor ein paar Jahren dann an die Arbeit gemacht, um das Srimad Bhagavatam zu übersetzen und hat da erstaunlich gute Ergebnisse bis heute auch erzielt und ein tolles PDF oder jetzt sind es, glaube ich, zwei oder drei PDFs herausgebracht, die man dann auch schön auf dem Bildschirm sehen kann. Und er hat eine Website, die blenden wir auch in unserer YouTube-Version dann hier ein. Das ist, da musst du mir kurz mal helfen, Listemann.
Also ich sag's mal, Ja. veda.listemann.de und dann slash Philosophie und dann slash Literatur. Und unter Genau. der Literatur sind alle Kantos aufgeführt, aber auch die Bhagavad Gita und einige andere Schriften. Und zum 10., 11. und 12. Kanto gibt es dann wieder Unterseiten. Und in diesen Unterseiten, das hat sich mit der Zeit, habe ich sie immer ein kleines bisschen umgeschrieben, wird genau beschrieben, wie ich diese Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche vornehme. Die ganzen Etappen und man kann dann auch schon mitlesen. Es sind also mehrere PDF-Dateien schon entstanden, nicht nur der 10., nee, nicht nur der 11. und 12. Kanto, sondern vom 10. Kanto, das 14. Kapitel bis zum 60. Und 30 Kapitel kommen noch, die ich jetzt vorbereite, vom Englischen ins Deutsche in Rohdaten übersetzt zu werden. Das muss nochmal wieder nachgebessert werden. Und wenn das alles nachgebessert wird, vom 14. bis zum 90. Kapitel, dann gehe ich nochmal ran und dann mache ich den Feinschliff. Also Wow. es ist eine ganze Reihe da schon zu sehen. Ja, wenn du jetzt mal auf Philosophie gehst. Nein, nein, oben schon bei dem Button. Philosophie, da gibt es eine Unterseite. Unter Philosophie. Philosophie mal anklicken. Ja, dann da gibt es einen Unter. Genau, weiter bis ganz unten. Noch weiter runter. Noch weiter runter. Literatur. Genau. Da kann man dann die Schriften sehen, die ich da reingestellt habe. Und weiter unten. 10. Kanto noch ein bisschen weiter. Noch ein Müsste bisschen man weiter jetzt runter sehen. scrollen. Ja, Unterhalb sieht. des 10. Kantos gibt es genau. Da siehst Ja. du 10. Kanto, zweiter Teil. Das ist der noch nicht in Deutsch übersetzte Teil, den ich bis zum 60. Kapitel schon mal habe übersetzen. Den Moment, ja. Zum 50. ist er, glaube ich, schon Rohdaten übersetzt. 10 Kapitel werden noch hochgeladen, DPL. Wenn ich dann da wieder rankomme, ich kann im Monat ja nur 5 Dateien hochladen, von DPL übersetzen lassen und dann werde ich sie nachbessern, weil bei DPL einige Sachen verschluckt werden. Das geht so nicht, dann schleppt sich nachher ein Fehler durch. Ja, und der 11. und 12. Kanto, der ist dann hier beschrieben. Man kann dann auch die Etappen sehen, ne, Toll. wo ich da gerade stecke. Das ist Also alles ich schon in PDF lesbar. Und genau, ich das sage ich klicke mal das hier mal so, an. genau, Achtung. das ist schon ganz gut lesbar. Ne? Es entspricht noch nicht ganz dem ISKCON-Standard, einige Begrifflichkeiten, aber ich sage mal, das kann man schon ganz gut lesen. Also hier, man hat fast ein echtes Buch in der Hand, auch sehr schön nachempfunden alles, also so wie man das auch gewohnt ist. Und ich gehe hier mal ein Stück weit runter. Und hier kann man das schön sehen. Das Devanagari, das ist diese Sanskrit-Schrift. Dann, wie wir das kennen, eine Deutsch, also eine lateinische Transliteration und eine Wort-für-Wort-Übersetzung und der Vers dann in heutigem Deutsch und eine Erläuterung. Also richtig professionell mit allem drum und dran. Vielleicht da Genau. hältst du mal ganz kleinen Moment mal an. Ja. Da sehen wir ja schon eine Transkription. Und ich habe bei der Übersetzung des 10. Kantos, also des zweiten Teils des 10. Kantos, festgestellt, ich habe ja das über DeepL erstmal vorübersetzen lassen zu den sogenannten Rohdaten, so bezeichne ich das mal, und muss ihn nachbessern. Ich habe festgestellt, dass DeepL bei den Transkriptionen eventuell was verschluckt. Und die Sachen, die ich nachgebessert habe, die sind alle in Rot gekennzeichnet schon. Die ich Ah nicht ja. nachgebessert habe, da kann es durchaus sein, dass da was verschluckt wurde. Das muss mir bei der Überarbeitung, muss ich mir das nochmal genauer angucken. Ne, hier sehen wir das. Hier habe ich sowohl die Devanagari-Verse, die beiden Zeilen, die oberen Zeilen, als auch die Transkription nochmal von Veda Besi reinkopiert, sodass kein Fehler unterlaufen sein kann. Es müsste eigentlich jetzt identisch mit Veda Bes sein, also vedabes.com, glaube ich, oder vedabes.de. Ne? Aber ich sehe hier unten die Transkription, die wir eben hatten, ist schwarz, die habe ich nicht nochmal überprüft. Ich habe aber beim 10. Kanto festgestellt, dass ich selbst diese mit überprüfen musste.
Und die habe ich da schon nachgebessert, soweit ich bis jetzt gekommen bin. Toll. Hier muss ich auch nochmal ran. Es ist eine, wenn man so will, sehr mühselige Arbeit. Ne? Ich bin ja jetzt vielleicht das dritte Jahr dabei, ich weiß nicht genau. Aber meistens ja in der Winterjahreszeit. Im Sommer hat man ja so sein Tun, woanders auch noch. Ja, das ist Wow. so der Stand. Ne? Es kann also jeder reingucken, er wird dann genau tagaktuell darüber informiert, wo ich da gerade stehe. Wunderbar, wunderbar. Genau, wir haben auch mit Jörg auch schon mal eine Sendung speziell über dieses Thema auch schon mal gehabt. Wenn euch das tiefer interessiert, drückt hier oben auf ein i, dann könnt ihr das noch mal umfangreicher verfolgen und verstehen, was hier gerade passiert. Ja, Jörg, ich denke, wir haben heute ein paar interessante Themen. Wir wollen nicht allzu viel Zeit verlieren, sondern uns auch dem Srimad Bhagavatam jetzt gleich mal direkt zuwenden. Und bevor wir das tun und auch an alle MTB Nektarhummeln, wenn ihr auch im Verlaufe der Sendung Fragen habt oder auch einen wichtigen Kommentar, benutzt auf jeden Fall schon mal das Chatfenster, dann haben wir das schon mal im Blick und wir können ja mal ein paar glückverheißende Mantras chanten, die jetzt eingeblendet werden. Ich chante mal das Sanskrit. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ist das für dich lesbar, Jörg, oder muss das mehr nach oben? Ja, ich sollte es ja dann Deutsch lesen. Ja. Ein bisschen weiter nach oben. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasang Tatojayam Udirayet. Ein bisschen weiter hoch noch. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, das das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Nara, Narayanaya, Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser seiner achtungsvollen Ehrerbietung, darbringen. Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityang Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhaktavrinda. Und schaltet gerne alle eure Mikrofone einmal ein. 3, 2, 1. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare. Und wir werfen unseren Blick direkt auf die heutige Seite. Nummer 9, Vers im 15. Kapitel. Die Pandavas ziehen sich rechtzeitig zurück. Und das Ganze im ersten Kanto. Yat te jasan ripashirungrim ahang makatam. Aryonujastava Jayuta Sattva Virya Tenartita Tenarita Pramatanatamuk Makaya Bhupa Yanmochitas Tatanayan Balin. Und die Wort-für-Wort-Übersetzung: Yat Dessen Tejasa durch den Einfluss Nripa Shira Angrim. jemand, dessen Füße von den Köpfen der Könige verehrt werden, Ahan. der Große,
Makartam Für das Opfer. Arya Achtbar. Anujaha Jüngerer Bruder. Tava Dein. Gajayuta 10.000 Elefanten. Sattva Machtvolles Dasein. Virya Durch ihn. Tena Aritaha Sammelte. Ramatanata. Der Herr der Geister, Mahabharata, Makaya. zum Opfer. Bhupaha. Könige, Yatmuchitaha. durch den sie befreit wurden. Tat Anayan. Sie alle brachten Balim. Steuern, Atvare. brachten dar Te. dir. Übersetzung. Dein achtbarer jüngerer Bruder, der die Stärke von 10.000 Elefanten besitzt, tötete durch seine Gnade Jarasandha, dessen Füße von vielen Königen verehrt wurden. Diese Könige waren eigentlich herbeigebracht worden, um in Jarasandhas Mahabharata Yajna als Opfer dargebracht zu werden. Doch auf diese Weise wurden sie befreit. Später zahlten sie Eurer Majestät Tribut. Also ganz kurz, hier ist von einem Feueropfer die Rede und dieser Dämon war wirklich, hatte wirklich die Idee, in dieses Feuer Könige zu opfern, um eine Form Shivas namens Mahabhairav zu erfreuen. Ja, willkommen im Gedankenkostüm der Dämonen. Bitteschön. Erläuterung von Srila Prabhupada. Jarasandha war ein überaus mächtiger König. Er war der Herrscher von Magadha und die Geschichte seiner Geburt und seiner Taten ist sehr fesselnd. Auch sein Vater, Brihadratha, war König von Magadha und er war sehr reich und mächtig. Doch obwohl er zwei Töchter des Königs von Kashi heiratete, hatte er keinen Sohn. In seiner Enttäuschung, von keiner der beiden Königinnen einen Sohn zu bekommen, verließ der König mit seinen Frauen den Palast, um fortan im Wald zu leben und Entsagung zu üben. Im Wald jedoch wurde er von einem großen Rishi gesegnet, einen Sohn zu bekommen, und der Weise gab ihnen eine Mangofrucht, die die Königinnen essen sollten. Dies taten die Frauen auch, und schon bald wurden sie schwanger. Der König war sehr glücklich, als er sah, dass die Königinnen Kinder austrugen. Doch als die Zeit reif war, gebaren sie ein Kind in zwei Hälften, eine Hälfte aus jedem Schoß. Die beiden Hälften wurden in den Wald geworfen, wo eine große Dämonin lebte, die sich freute, durch das neugeborene Kind zu köstlichem Fleisch und Blut zu kommen. Aus Neugier führte sie die beiden Teile zusammen und siehe da, das Kind wurde vollständig und erlangte sein Leben wieder. Die Dämonin war als Jarab bekannt. Und weil sie Mitleid mit dem kinderlosen König hatte, ging sie zu ihm und übergab ihm das Kind. Der König war mit der Dämonin sehr zufrieden und wollte sie ihrem Wunsch entsprechend belohnen. Die Dämonin wünschte sich, dass das Kind nach ihr benannt werden möge. Und so erhielt es den Namen Charasanda. Das heißt, jemand, der von der Dämonin Chara zusammengefügt wurde. In der Tat war dieser Charasanda als einer der Teile des Dämons Viprichitti geboren worden. Der Heilige, durch dessen Segnung die Königinnen das Kind gebaren und die Brihadratta prophezeite, er werde der Vater eines Sohnes werden, hieß Chandra Kaushika. Da Jarasandha von Geburt an dämonische Eigenschaften besaß, wurde er ein großer Geweihter Shivas, des Herrn aller Geister und Dämonen. So wie der Dämon Ravana ein großer Geweihter Shivas war, so war es auch König Jarasandha. Er pflegte alle von ihm gefangenen Könige von Mahabhairava,
Shiva, zu opfern, und durch seine militärische Stärke besiegte er viele schwächere Könige, die er gefangen nahm, um sie vor Mahabhairava auf grausame Weise zu töten. In der Provinz Bihar, die früher als Magadha bekannt war, gibt es viele Geweihte Mahabhairava, also gibt es viele Geweihte Mahabhairavas, der auch Kalabhairava genannt wird. Jarasandha war mit Kamsa, dem König Krishnas mütterlicherseits, verwandt, und deshalb wurde König Jarasandha nach Kamsas Tod ein erklärter Feind Krishnas. Und es fanden viele Kämpfe zwischen Jarasandha und Krishna statt. Krishna, der Herr, wollte ihn töten, aber er wünschte zugleich, dass diejenigen, die ihm als Soldaten dienten, nicht getötet wurden. Es wurde daher ein Plan ersonnen, wie Jarasandha zu töten sei. Krishna, Bhima und Arjuna suchten als arme Brahmanas verkleidet Jarasandha auf und baten ihn um eine Gnade. Jarasandha verweigerte einem Brahmana niemals ein Almosen und er führte auch viele Opfer durch. Aber er führte dennoch nicht hingebungsvollen Dienst aus. Krishna, Bhima und Arjuna baten Jarasandha, mit ihm kämpfen zu dürfen, und es wurde vereinbart, dass Jarasandha nur mit Bhima kämpfen werde. So waren sie alle gleichzeitig Jarasandhas Gäste und Widersacher. Bhima und Jarasandha kämpften viele Tage, ohne dass es zu einer Entscheidung kam. Schließlich wurde Bhima von Enttäuschung ergriffen, doch da verriet Krishna ihm, wie Jarasandha als Neugeborenes zusammengefügt worden war. Und Bhima zerteilte ihn wieder und tötete ihn so. Darauf befreite Bhima alle Könige, die in einer Art Konzentrationslager festgehalten wurden, um später vor Mahabhairava getötet zu werden. Da sie sich dem Pandavas verpflichtet fühlten, zahlten sie König Yudhishthira Tribut. Hare Krishna. Vielen Dank. Und wir hören noch mal den Vers auf Deutsch. Ups, yep. Dein achtbarer jüngerer Bruder, der die Stärke von 10.000 Elefanten besitzt, tötete durch seine Gnade Jarasandha, dessen Füße von vielen Königen verehrt wurden. Diese Könige waren eigentlich herbeigebracht worden, um in Jarasandhas Mahabhairava Yagya als Opfer dargebracht zu werden. Doch auf diese Weise wurden sie befreit. Später zeigten sie Eurer Majestät Tribut. Ja, vielen Dank. Und ja, Jörg, wir hören hier, das können wir, glaube ich, gut als Brücke benutzen. Wir hören hier bereits von König Jarasandha, der dann die Pandavas als Gäste empfängt, aber die Pandavas, die eigentlich Kshatriyas waren, von ihrem Stand, von ihrem Varna, die haben sich zusammen mit Krishna als Brahmanas verkleidet und sich erst so verhalten, wir sind Brahmanas und wir sind in dein Königreich gekommen, um nach einer Gabe zu bitten. Und wie wir hier hören, der König Jarasandha, so dämonisch er auch gewesen sein mag, hatte er immerhin die, wie nennt man das, die gute Angewohnheit oder die gute Sitte, dass er Brahmanas nie einen Wunsch abschlug. Sicherlich auch mit einem Hintergedanken. Er wusste, dass man dann dadurch zu höheren Kräften kommt, Segnungen bekommt, die er dann wiederum benutzt hat, um ja sehr mächtig zu werden und, wie wir hier hören, diese Macht auch sehr scheußlich zu missbrauchen. Also das ist ja sehr, sehr widerwärtig, Könige gefangen zu nehmen, um sie dann erstmal in einer Art, wie wir hier hören, Konzentrationslager, da gehen bei uns, glaube ich, bei allen die roten Lampen auf, erstmal gefangen zu halten und dann tatsächlich auch zu töten in der Form,
dass diese Könige in ein Yakya-Feuer hinein. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie ich mir das genau vorstellen soll. Also sehr unangenehm. Ja, aber worum es mir hier geht, ist dieser Unterschied, wenn jetzt die Pandavas als Kshatriyas gekommen wären, dann hätte die Geschichte wahrscheinlich einen ganz anderen Verlauf genommen, sondern so, und wie wir hier halt eben hören, ging der König Jarasandha sofort auf deren Bitte ein. Ja, ich erfülle euch gerne einen Wunsch und gebe euch auch gerne eine Gabe. Was soll es denn sein? Und dann haben sie halt gesagt, ja, Bhima, dieser hier, der etwas größere sogenannte Brahmana, der sehr kräftige und muskulöse Brahmana, er möchte mit dir kämpfen. Und in dem Moment hat dann Bhima seine wahre Identität dann auch enthüllt. Ja, und worüber ich mit dir oder wir mit dir heute auch mal sprechen wollen, es gibt ja diese vier Einteilungen der menschlichen Gesellschaft. Und auch unter den Frauen und Männern gibt es hier Regeln. Darüber hatten wir vor ein paar Folgen mal gesprochen, wer dann am besten wen heiratet. Also in der vedischen Kultur war es nicht so wie heute in Deutschland, in den meisten Fällen, dass da, wobei eigentlich achten die Menschen hier auch schon darauf, wer wen heiratet. Das wird nur nicht so an die große Glocke gehangen, aber es ist ein Irrtum, wenn man glaubt, in Deutschland gäbe es da überhaupt keine Erwägungen. Die gibt es hier auch. Aber dieses wissenschaftlich angewendete Prinzip der verschiedenen Varnas und was dann dabei auch herauskommt, da kann man sagen, dass es in Deutschland fast völlig verloren gegangen. Es geht hier höchstens noch um Prestige und Wohlstand, aber mehr dann auch fast nicht mehr. Ja, und da hattest du einen schönen Text verfasst, den wir auch gleich uns mal genauer anschauen wollen. Aber vielleicht eine Frage vorweg. Kannst du dich erinnern, wann dir zum ersten Mal so bewusst aufgefallen ist, dass eben in der vedischen Kultur diese Differenzierungen gemacht werden? Und wie hat das auf dich gewirkt? War das für dich so, Nanu, was ist denn hier los? Das ist ja völlig überholt oder altertümlich, altmodisch, altbacken? Oder ja, gab es eine andere Reaktion? Das würde mich mal interessieren. Ja, diesen Text, der nachher noch vorgelesen wird, hatte ich, glaube ich, abgefasst, als ich im Rahmen der Übersetzung auf diese Passage, die ist da, glaube ich, auch mit aufgeführt als Quellennachweis, als ich die übersetzt hatte, also bearbeitet hatte. Aber tatsächlich ist die ganze Thematik, hat mich die schon viel länger beschäftigt. Ich hatte ja mal, als ich eingeführt wurde, jetzt hier in die Gruppe, ein bisschen über meine Biografie gesprochen und vielleicht das ist es ja auch bekannt oder man erinnert sich daran, dass ich ja eine ayurvedische Heilpraxis betrieben habe. Insbesondere habe ich mich ja, nachdem meine erste Frau verstorben ist, war ich ja 3 Jahre alleine, habe ja eine andere Praxis mit begleitet und wir haben in dieser Praxis und nachher, als ich völlig alleine war, auch meistens Frauen empfangen, die in der Lebenskrise waren. Also nicht nur gesundheitliche, sondern auch Lebenskrise und sie haben dann eine Prana-Behandlung bekommen oder Ayurveda-Massage, der Geist wurde geklärt und so weiter. Sie fühlten sich locker, man besprach dann viele Themen und so weiter. Und es kristallisierte sich so langsam heraus, dass sie alle in einer Lebenskrise waren. Und wenn ich jetzt da mal das ein bisschen systematisiere, sage ich mal so, mindestens die Hälfte dieser Themen, die da zur Sprache kamen, waren dann so: entweder gab es Beziehungsprobleme mit dem Partner, die mussten ja nicht unbedingt verheiratet gewesen sein, waren sie aber meistens. Oder es gab
Verständnisschwierigkeiten, zunehmende Verständnisschwierigkeiten mit dem Partner. Ich habe festgestellt, auch während meiner Ayurveda-Ausbildung, dass meistens Frauen, ich sehe das ja hier auch wieder, ne, im MTB, dass ja meistens Frauen beteiligt sind, dass meistens Frauen diesen esoterischen oder Heiler oder nachher auch den spirituellen Weg gegangen sind oder gehen und dass die Männer auf der Strecke blieben. Das hat sie weniger interessiert. Ne? Es wurde ja schon als Charlatanerie oder Spinnerei abgetan. Das kennen wir ja alle. Aber das hatte mich doch schon irgendwie beschäftigt. Ich habe gemerkt, es gibt einen Unterschied. Die Frauen gingen weiter, geistig weiter, und die Männer interessierte es nicht mehr. Vielleicht ist an dieser Stelle mal auch ganz interessant, ich hatte dir das im Vorfeld schon mal geschickt, ein Buch zu erwähnen, das mir mal eine Bekannte aus Berlin empfohlen hatte. 2008 könnte das gewesen sein. Frauenweisheiten, Frauenkörper und Frauenweisheiten heißt das, in der dem eine Ärztin, also eine Frauenärztin, nachdem sie die Menopause durchschritten hatte, geschrieben hatte, was sie mit ihren Frauen, also mit ihren Patientinnen erlebt hatte. Ne? Sie wollte es ja selber erleben. Und da war das, bestand die Thematik darin, dass die Frauen, ja, die da, sagen wir so, in der Lebensmitte sind die Kinder ja schon aus dem Haus oder gehen aus dem Haus. Der Mann hatte sich beruflich schon selbst verwirklicht und wollte jetzt so langsam seine Ruhe haben, einfach nur nach seiner Freizeit frönen, währenddessen die Frau jetzt die Gelegenheit hatte, sich weiterzuentwickeln. Und meistens war es dann die Sinnkrise, die Frage, was kommt jetzt? Ne? Und das ist dann schon, wenn man so will, ein spiritueller Anspruch, dieses Thema zu klären. Da ging das denn eigentlich schon mal los, diese Thematik. Also hatte noch gar nichts mit den Veden zu tun, obwohl ich ja damals 2004, 2000 bis 2004 hatte ich ja auch schon die Bhagavad Gita gelesen und so weiter, aber ich habe das damals ja alles nicht in Übereinklang bringen können, jedenfalls noch nicht gesehen. So, also diese Thematik gibt es ja schon sehr lange, ne? Und als ich diesen Beitrag denn geschrieben hatte, jetzt auf meiner Webseite, der ja nachher vorgetragen wird, da behandelt man ja nun, sagen wir so, die vier Varnas und die vier Ashramas. Ich sage mal so, im Laufe der menschlichen Entwicklung ist es ja so, dass man ja aus dem Tamas über das Rajas und Sattva kommt. Das betrifft alle Lebenslagen, also alle Lebenssituationen oder alle Themen. Man hat ja das nicht nur einmal, sondern man hat ein Thema, ich habe jetzt dieses Hobby, ne, dem fröne ich jetzt mit Leidenschaft und irgendwann bin ich da durch. Was anderes interessiert mich absolut nicht, dann bin ich im Tamas. Und was anderes interessiert mich nicht mehr, weil ich das nämlich schon kenne, dann bin ich im Sattva. Ne? Und jetzt haben wir diese drei Gunas und diese drei Gunas spiegeln sich ja dann letztlich wieder bei den gesellschaftlichen Schichten. Sag ich mal so, jetzt ne, Sudras, Vaisyas, Kshatriyas und Brahmanas. Ah, Ne? hier ist Da das spielt Buch. Kannst du das das sehen? Buch, von dem ich eben gerade gesprochen hatte, kann ich eigentlich mal empfehlen, ne? Als Für Ergänzung. 34 stolze Schweizer Franken. Ja. Ja. Jörg, fahr bitte weiter fort. Ja, also es ist eben so, dass jetzt ein Sudra sich im Tamas befindet, ein Vaisya befindet sich im Tamas und Rajas, ein Kshatriya befindet sich im Rajas und im Sattva und ein Brahmana befindet sich im Sattva. Ne? So kennen wir das. Und aus diesen Verhaltensweisen oder sagen wir so aus dieser geistigen Einstellung oder aus diesem Entwicklungsstand heraus ergibt sich dann auch, wie kann ich denn mit anderen Menschen umgehen? Wie sehe ich die anderen Menschen? Sehe ich diese geistigen Vollkommenheiten oder Unvollkommenheiten? Sehe ich die schon und sehe ich die auch an mir? Und es ist tatsächlich so, dass es eigentlich schon über Jahrhunderte, wir wissen das ja auch, dass sagen wir so, die Königshäuser, ne, der Adel unter sich geheiratet hatte, das Bürgertum unter sich geheiratet hatte und sagen wir so, die Arbeiter oder die Handwerker auch unter sich geheiratet haben. Brahmanas, sagen wir so, ja, hier im Westen, was würden wir ja sagen, das sind die Priester, ne? Die in der christlichen Kirche. Die haben ja auch nicht geheiratet, wenn sie Katholiken waren. Ne? In anderen Konfessionen ist es ja so, dass sie mal auch untereinander heiraten konnten. Aber es ist schwer möglich, miteinander zusammenzugehen, mit einem Partner oder einer Partnerin, wenn es nicht ein gewisses Grundverständnis gibt. Und insbesondere geht es ja nicht mal so sehr um die Interessen, welches Hobby übe ich aus, sondern wie sehe ich die Welt. Ne? Und das ist ja wieder genau das spiegelt sich ja in den Gunas wieder, oder die Gunas spiegeln dann wieder, wie ich die Welt sehe.
Und diese Thematik ist ja im Bhagavatam sehr gut behandelt worden. Ne, ich weiß ja nicht, weiter vorne die Kantos, ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau daran erinnern. Man ist ja schon sehr tief drin in der Übersetzung. Ich bin nicht mehr so sehr dabei, während der Übersetzung die Inhalte wieder zu inhalieren. Denn wenn ich mit der Übersetzung fertig bin, habe ich das selbst nochmal für mich durch. Ne? Jetzt achte ich mehr darauf, auf die Fehler. Aber tatsächlich wird es im Bhagavatam ja an vielen Stellen behandelt. Ne? Wir kommen ja nachher noch auf den 11. Kanto, da wird das Thema ja auch behandelt. Das war ja auch der Anlass, diesen Beitrag da mal zu schreiben. Okay, Also okay. nochmal, die Gunas sind denn schon, die Gunas sind jedem einzelnen Menschen, die da überwiegen, sind ausschlaggebend dafür, wie ich die Welt sehe und wie sehe ich meinen Partner und wie gestaltet sich danach die Partnerschaft. Und da gibt es eben aus dem Bhagavatam heraus Empfehlungen, wie die Partnerschaft gestaltet werden sollte, was wir intuitiv oftmals schon ganz gut gemacht haben. Aber wir leben ja jetzt in einer, im Kali-Yoga, in einer sehr materialistisch ausgerichteten Welt und jetzt spielt das weniger eine Rolle, diese Spiritualität oder Geistigkeit, jetzt spielt der Materialismus mehr eine Rolle. Das heißt also, die Partner fügen sich zusammen, wie sie sich erstmal sehen, ne? Verliebtheit, und die kann aber vergehen, der Körper vergeht auch, das heißt, die Attraktivität geht verloren und dann kommt es zu einer Krise. Oder es kommt nicht zu einer Krise, wenn beide Partner geistig schon fortgeschritten sind oder auf dem gleichen Level. Ja, das wäre erstmal dazu einführend zu sagen. Sehr interessant. Also du hast da sozusagen handfeste eigene Erfahrungen gemacht durch deine Ayurveda-Praxis, wo dir dann bestimmte Muster immer und immer wieder aufgefallen sind Genau. und hast dann auch hast dann einen Einblick bekommen in das Leben deiner Patienten und hast dann auch gemerkt, oh, hier geht es immer wieder um bestimmte Themen. Ja, ich würde sagen, Jörg, wir schauen uns mal deinen interessanten Text mal gemeinsam an und dann können wir ja auch noch mal hier und dort da was zu besprechen. Und zwar hier haben wir die schön sehr schön gegliedert. Vielen Dank für die gute Arbeit. Bitte schön. Ja, so Teil 1. Der männliche Partner sollte grundsätzlich geistig, spirituell fortgeschrittener sein als die Frau. Eine Ebenbürtigkeit ist völlig akzeptabel und auch wünschenswert. Hingegen wird eine Partnerschaft als kritisch gesehen, wenn die Frau in ihrer geistig-spirituellen Entwicklung fortgeschrittener ist als der Mann. In der Regel werden solche Beziehungen bereits mittelfristig scheitern, was wir in unserer langjährigen ayurvedischen Praxis auch immer wieder bestätigt finden. Also bis hier mal kurz. Martina, du kannst nochmal zurückschalten. Was ich hier schön finde, Jörg, du schreibst von der Regel und wo eine Regel ist, gibt es auch immer auch die Ausnahme. Genau. Ne? Das finde ich sehr gut. Das hast du gleich mit auf dem Schirm gehabt. Also ich kann das so auch bestätigen, wie du das geschrieben hast. Aber ich habe auch schon in meinem Leben die ein oder andere Ausnahme gesehen und man findet sie tatsächlich auch sogar ja in den Schriften, in den vedischen Schriften oder auch in historischen Vaishnava-Geschichten finden ja auch manchmal auch eine Ausnahme. Da gibt es zum Beispiel die berühmte, von der hat Srila Prabhupada oft erzählt, die berühmte. Sie war eine Prostituierte, sie hatte den Namen Chintamani und ein Freier, der später ein sehr bekannter Vaishnava wurde und wichtige Bücher verfasst hatte. Es war Bilwamangala Thakur. Er suchte diese Prostituierte immer wieder auf. Er war damals noch kein richtiger Vaishnava, aber diese Prostituierte dann unterrichtete ihn dann in den Lehren des Krishna-Bewusstseins und sein Herz wurde dadurch gereinigt und geläutert. Und selbst später, als er diese Bücher schrieb, diese schönen Gedichte, hat er immer wieder Bezug genommen auf Chintamani und hat sie sogar als seine spirituelle Meisterin dort erwähnt und bezeichnet. Also
hier nur mal so ein Ausnahmebeispiel. Aber sonst ist das tatsächlich so, dass wir das, es gibt ein Buch, das habe ich gelesen, es heißt Why Gender Matters. Und da wird auch eben beschrieben, der Mann hat eine andere Psychologie als als die Frau. Und viele Leute sagen, ja, das ist so über die Jahrhunderte konstruiert durch unsere Gesellschaft. Aber dieser Wissenschaftler hat anhand von Tierbeispielen gezeigt, dass ähnliche Prinzipien auch im Tierreich seit Jahrtausenden von Jahren vorhanden sind. Und dass man deshalb nicht wirklich immer nur von einer Konstruktion sprechen kann, sondern die männliche Psychologie hat etwas Ureigenes und die weibliche hat etwas Ureigenes. Das können wir auch nicht ändern. Wir können es vielleicht künstlich vorübergehend verzehren, aber es bricht dann doch immer wieder durch. Ja. Jörg, wollen wir zum nächsten Absatz mal gehen oder hast du da auf Anhieb? Ich wollte noch mal ganz kurz einfügen, das kennt ja jeder, ne? Die Männer kommen vom Mond und die Frauen von der Venus, so sagt man ja so umgangssprachlich. Ne? Also die überwiegend männliche Energie hat ein bisschen andere Eigenschaften als die überwiegend weibliche Energie, aber es steckt ja beides in allen Menschen drin. Ne? Ja gut, gehen wir mal ruhig weiter. Der zweite Teil. Währenddessen der Mann in seiner geistig-spirituellen Entwicklung forschend voranschreitet, ist es zugleich seine Pflicht, seine Partnerin, die ihm dafür über ihre Haushaltsführung den Rücken frei hält, bei dieser Entwicklung durch respektvolle und geeignete Schulungen mitzunehmen. Eine Unterdrückung der Frau in jeglicher Form hingegen ist respektlos und völlig inakzeptabel. Ja, das ist doch auch, ich denke da, obwohl hier dieses ganze Thema politisch eher inkorrekt ist in der heutigen Zeit, hier würden einige Leute protestieren, aber Jörg, ich finde, so wie du das hier geschrieben hast, ist meine Meinung, da braucht sich eigentlich niemand ganz schlimm auf den Schlips getreten zu fühlen. Ja, so sehe ich das. Und vielleicht hier von meiner Seite ein Gedanke. In den Veden finden wir tatsächlich hunderte solcher Beispiele, wo große Rishis Yagyas machen und die Veden rezitieren und die Frauen diesen Weisen dabei helfen oder den Königen dabei helfen. Da gibt es das berühmte Beispiel von Kardama Muni im dritten Kanto, der auch sich in Tapasya übt und im vedischen Studium. Und die Frau assistiert ihn dabei, bringt das Holz für das Feuer, Yakya, bringt die Früchte. Aber der Kardama Muni lässt sie an allem teilhaben. Und es wird sogar beschrieben, dass er am Ende wird er sich so bewusst darüber, wie ihn seine Frau all die Jahre geholfen hat, so sehr, dass die Frau teilweise gar nicht mehr sich um ihr Äußeres groß gekümmert hat, weil sie so eingespannt war. Das wurde dann dem Kardama Muni plötzlich so bewusst und hat dann gesagt, so, jetzt wollen wir alle die frommen Ergebnisse, die ich durch meine Tapasya, durch meine Entsagung, durch das Einhalten all dieser Regel aufgebaut habe, diese mystischen Kräfte, die möchte ich jetzt dafür benutzen, um dich zu erfreuen. Und dann hat er ein Blumenflugzeug erschaffen und ist mit ihr durch das ganze Universum geflogen, dorthin, wo sie auch hin wollte. Da hat er dann das Flugzeug hingelenkt. Und so, das ist eins von vielen Beispielen. Ja, darf ich noch was ergänzen? Also praktisch ist es ja so, ich bin überhaupt kein Freund, hier einer politischen Agenda zu folgen. So, wenn das jetzt politisch inkorrekt ist, ich nenne mal hier zum Beispiel Eva Herrmann, die mal geschasst wurde beim NDR, weil sie sich in dieser Richtung auch geäußert hatte, ne? Dass doch die Männer und die Frauen besondere Rollen auch haben. Aber mir fällt auch immer ein, diese Verzerrung, dass die Frauen im Islam, wenn sie ein Kopftuch tragen, in Indien
Und in Syrien tragen die Frauen auch ein Kopftuch, nicht so eng verschlungen, ne? Dass diese Frauen als diskriminiert dargestellt werden. Wir wissen ja durch das Studium der Beden, das hat ja ganz andere Gründe. Die Aufmerksamkeit soll nicht auf die Körperlichkeit, sondern auf die Geistigkeit gelenkt werden. Und von der Körperlichkeit oder Attraktivität der Frau, die soll erstmal ein bisschen ferngehalten werden, damit wir das wahre Wesen der Frauen, ne, erkennen können. Wie sprechen Sie, wie verhalten Sie sich, wie unterstützen Sie uns? Und da ist die körperliche Attraktivität oder die Bekleidung sekundär. Aber das wird ja hier immer oft entstellt, ne? Und ich habe ja eigentlich damit auch gemeint, das sollten wir nicht entstellen. Wir sollten diesen Quatsch mal lassen, die Frau deswegen zu diskriminieren, nur, ne, und sie zu verkleiden aus falschem Verständnis heraus. Das hat schon seine Gründe. Dass die Frauen sich dann ein bisschen verschleiern und sagen, ich will hier nicht runtergebrochen werden auf meine Körperlichkeit. Ich möchte sein, wie ich bin. Ne? Was ist damit gemeint? Genau, das hat auch oft was mit Vornehmen zu tun. Also selbst in Deutschland haben sich Frauen manchmal so vor 150 Jahren haben sie, dann gibt es noch so Schleier, so Damen, die dann noch so einen Schleier hatten, das galt dann so als vornehm, ne? Die Ja. Frauen wollten vornehm sein, sie wollten eine Dame sein. Und so erlebe ich das auch oft, dass das auch, das wird nicht denen auferzwungen, sondern sie wollen gerne vornehmen. Sie wollen gerne so diesen Respekt dann auch bekommen. Ja, wir haben hier ja auch ein paar Damen in der MTB-Sendung. Da würde ich doch gern mal Rücksprache halten. Sind wir hier auf dem richtigen Dampfer oder sind wir hier total woanders hingefahren, eurer Meinung nach? Ja, Martina? Ich glaube, Chichakti war ein bisschen schneller, aber ich finde gerade Ach so. meine Handhebungsdings Ah, nicht. Chichakti, genau, die gelbe Hand. Ja, also ich habe das auch schon hier im Chat einfach schon mal geschrieben. Also ihr seid da schon auf dem ganz richtigen Pfad, also würde ich behaupten. Mein Gurudev hat es mir fast wörtlich so erklärt, wie du es beschrieben hast. Ich darf du sagen, ja. Danke. Wie der Jörg das so wunderbar geschrieben hat. Genauso hat es mein Gurudev, wie gesagt, erklärt. Und ich habe selber auch erleben müssen, dass Frauen tatsächlich ausgebremst werden von den Männern, harsch, und richtig Stress kriegen, wenn die fortgeschrittener sind. Die Männer bremsen, blockieren die. Die wollen nicht, dass die Frau irgendwo Oberhand nimmt, nicht? Also man muss wirklich sich schon sehr verstellen können, um mit dem Mann dann weiterzuleben, wenn man, sage ich mal, in manchen Dingen fortgeschrittener ist. Natürlich nicht immer, ne? Schon klar. Aber ein kleines Beispiel, einer Mann, also ich habe nicht die reihenweise welche gehabt, ne? So ist es nicht. Nein, aber mein erster Mann, sage ich mal. Der arbeitete draußen etwas und ich habe von klein auf meinem Vater zugeschaut und habe dann ein gewisses Verständnis für gehabt. Was meinst du, wenn du das so machen würdest, ginge das nicht vielleicht leichter? Halt deinen Mund, davon verstehst du nichts. Okay, ich bin rein. Eine Weile später kam mein Mann rein. Du, ich habe ja eine tolle Idee gehabt. Mal so, was denn? Ich habe das so und so und so gemacht. Mensch, das hast du ja klasse gemacht. Super. Es war genau das, was ich ihm vorgeschlagen habe, ja? Durfte nur nicht von mir kommen, okay? Ja. Verstehe, Ja, verstehe. und mit der Kleidung. Ich kann mich gut entsinnen, dass in der Generation meiner Oma das durchaus üblich war, dass die sich dunkel gekleidet haben, so wie sie 40 wurden. Mit dem 40. Lebensjahr. Da war nichts mehr mit schicken, frischen Farben und so weiter. Das war vorbei. Und es wurde ein dunkles Kopftuch getragen. Die hatten, also im Prinzip, wie man es eigentlich noch in Griechenland sieht, in Italien sieht, da ist es ja teilweise, die Nonnas und so weiter, ja auch noch so üblich, ne? Dass sie sich dann ab einem bestimmten Alter dann eben halt zurückziehen und dann nur noch die dunklen Farben möglich sind und Haare bedecken und so weiter. Ja. Man trifft sie Das auch. öfters in der Kirche. Ja, genau, auch das. Und was ja nicht das Schlechteste sein Ja, muss. genau, sie haben ihren Schwerpunkt dann mehr auf das Spirituelle auch gerichtet, ne? Genau. Aber wie gesagt, das kenne ich noch von früher. Es ist
Na, ich meine, ich bin jetzt auch schon so ein bisschen angegraut und ein bisschen angetagt und angenagt, aber so irre lange ist es jetzt noch nicht her, dass es hier eine Kleiderordnung war. Okay, Danke. okay. Martina. Ja, ich wollte auch noch mal zu dem Kopftuch. Also oftmals wird ja gesagt, ja, die Frauen werden gezwungen, unterdrückt und so weiter. Das steht nirgendwo in keinem Koran, dass die Frauen Kopftuch tragen müssen. Und ich kenne viele, ich arbeite auch in diesem Kontext mit Menschen aus anderen Herkunftsländern. Und die Frauen, die ich kenne, tragen freiwillig ihr Kopftuch. Wirklich freiwillig. Und es ist ja auch so, ich habe in so einer Geflüchtetenunterkunft gearbeitet. Da war eine Familie, die hatte mehrere Kinder. Die älteste war dann irgendwie 13 und ab einem bestimmten Alter, vorher tragen die Kinder ja eh kein Kopftuch, aber ab einem bestimmten Alter. Und plötzlich lief sie mit Kopftuch rum, ja. Und alle schrien, oh, na, was passiert denn da in dieser Familie? Eine ganz moderne Familie eigentlich, sehr offen und so. Und sie hat das aber freiwillig gemacht. Und ich habe mir auch gedacht, ja, es ist auch ein gewisser Schutz. Sie kommt in die Pubertät. Ja, und Haare machen schon ganz viel aus. Ja, als ich einmal bei der einen Familie in der Wohnung war und die Dame kein Kopftuch trug, habe ich gedacht, das ist eine fremde Frau. Ich habe die gar nicht erkannt, weil die Haare, also das macht schon einen Riesenunterschied, so wie Jörg das auch gesagt hat. Und die tragen das freiwillig und dieses Mädchen hat eine Weile ihr Kopftuch getragen und irgendwann hat sie es wieder abgelegt. Und ich finde, so muss es auch sein, ja. Dieses probieren können, wie fühlt sich das denn an? Und ich finde das ja auch sehr schön beschrieben von dir, Jörg. Die Frauen werden da nicht unterdrückt und das ist eine Gleichberechtigung. Und hier kann sich jeder frei entfalten. Aber diese extreme Rollenverschiebung empfinde ich auch teilweise schon ein bisschen als verwirrend. Also muss schon ein bisschen. Und wenn man sich mal zu Hause im eigenen Umfeld anguckt, also ich bin nicht diejenige, die mein Fahrrad repariert, weil ich es einfach furchtbar finde. Ich hasse das. Aber ich wasche denn lieber die Wäsche. Ist mir egal. Und das ist ganz oft in Familien so. Also, dass die Rollen dann, also dieses typische Rollenaufgabenverteilung dann doch wieder so ist, wie es immer schon war. Also nicht immer, so schön wie du sagst, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber so im Allgemeinen. Ja, deine Hand sehe ich hier. Ja, ganz kurz noch was dazu. Man sollte nicht vergessen, ich habe es persönlich überhaupt nicht vergessen, als ich meine Dissertation geschrieben hatte. Das hat ja insgesamt 5 Jahre gedauert. Ne? Man hat die Vorbereitungszeit und schreibt dann innerhalb von 4 Jahren außerplanmäßig, macht man seine Aspirantur, die Arbeit und verteidigt sie dann. Da hat mir meine verstorbene Frau den Rücken freigehalten mit der ganzen Familie. Ich wäre dazu nicht in der Lage gewesen. Ne? Man hat ja zwei noch kleine Kinder. Ich habe beruflich mich etabliert. Ich hatte da noch zwei Stabsorgane aufzubauen und so weiter. Hatte viel gesellschaftliche oder ehrenamtliche Tätigkeit auch noch gemacht. Ich war Workaholic damals. Ne? Aber ohne meine Frau wäre das nicht gegangen. Und heute ist es eben so, dass meine jetzige Partnerin mir seit 4 Jahren auch den Rücken frei hält. Ich hätte diese Arbeit hier mit der Übersetzung nicht machen können, wenn sie mir nicht den Rücken frei hält. Deswegen, das muss man anerkennen. Ne? So wie Martina sagt, es hat jeder seine Stärken. Und Vorlieben und so weiter, und wenn man das richtig austariert im gegenseitigen Respekt, dann läuft das. Ne? Das läuft. Und vorhin also zu dem Vorschlag, zu der Geschichte mit der Handwerkerarbeit draußen, wo der Mann dann die Frau weggeschickt hatte. Ich habe jetzt hier, ich weiß jetzt gar nicht, Chakti. voran, ja, ne? Ich sag mal so, der Mann war da gerade in der Leidenschaft. Ne? Das muss nicht unbedingt diskriminiert gewesen sein. Ich bin manchmal auch so. Wenn ich mich dann gestört fühle, Oh bin in ja. meiner Arbeit versunken, dann schiebe ich auch mal alle anderen weg. Ne? Ich will das nicht unbedingt mit Diskriminierung bezeichnet sehen. Ne? Dann ist man in Leidenschaft und dann kann man was anderes gar nicht gebrauchen. Das war vielleicht gar nicht mal so böse gemeint von ihm. Das denke ich Ich auch. wollte mal so ein bisschen die Lanze für ihn brechen. Na gut, das dazu. Ne? Hey, okay. Chichak, lassen wir es mal so stehen. Ja. Du warst ja dabei. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter, wie es in unserem interessanten Text weitergeht. Jetzt wird es nämlich mathematisch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, bitteschön. So, ich muss mich mal hier kurz sortieren, weil
So. Richten beide Partner ein gemeinsames, spirituell orientiertes Leben nach dem Varna-Ashram-System ein, so gelten folgende Klassen, Konstellationen, Varnas. Ach so, als zweckerfüllend beziehungsweise progressiv, Anuloma, Shudra, also okay, ich sag's mal, ich lese es mal anders. Also wenn der Mann ein Shudra ist und die Frau ein Shudra, dann ist es ein sinnvolles Vaishya, männlich und Shudra weiblich, ist also geeignet. Genau, Wenn jetzt der gibt es einen Zeilenumbruch. Du musst dir vorstellen, das mit dem Vaishya steht jetzt in einer anderen Ah, Zeile. wieso habe ich denn? Ah, ja, du hast recht. Danke. Ja, so ist gut. Das habe ich ja. Der Vaishya, wenn der Vaishya sozusagen der Mann ein Vaishya ist und die Frau eine Shudra, dann ist das auch geeignet. Genau, für alle, die jetzt auf YouTube nicht wissen, Shudra, das ist so, das sind Handwerker, Arbeiter, Künstler sogar. Vaishyas, das sind Kaufleute, Landwirte, die also aus wenig viel machen. Kshatriyas, das sind Krieger, die das Volk beschützen. Das können Sheriff sein, Polizisten oder auch Militärgeneräle. Und in alten Zeiten waren es adlige Könige, die hatten die Aufgabe, das Volk zu beschützen. Und Brahmanas sind die Intellektuellen und auch die Philosophen und auch die Priester. Genau. Wenn wir einen Kshatriya haben, der Ehemann und die Frau ist eine Shudra, dann ist das auch möglich. Und wenn der Mann ein Brahmana ist und die Frau eine Shudra, dann wird es schon kritisch. Jetzt haben wir die Kategorie, wenn der Vaishya ein Mann ist. Genau, Martina, vielleicht Ja. machen wir hier noch mal kurz, scroll noch mal ein Stück nach. Ja. Ja, genau. Also das Kann es müssen hier wir, glaube nochmal ich, noch mal besser. kurz erläutern. Also Jörg hat herausgefunden anhand der vedischen Schriften, dass wenn beide Partner demselben Varna angehören, dann ist das sehr geeignet. Das kann man sich gut vorstellen, wenn der Mann aus einer Handwerksfamilie kommt und die Frau auch, dann wissen beide, wovon die Rede ist den ganzen Tag und haben auch oft ein ähnliches Weltbild. So, und dann die zweite Abteilung. Der Jörg wollte, glaube ich, Ja, noch da was Jörg, ergänzen. Jörg, bitte, kannst mir Ja, gerne ins Wort fallen. ich bitte mal, den Begriff zu streichen, wenn Sie aus dieser Familie kommen. Ne? Das ist ja wie Geburtsrecht. Also wenn Sie beide so selbst so aufgestellt sind, Sie müssen nicht aus so einer Familie kommen, sondern wenn Sie in Ihrem eigenen persönlichen Entwicklung den Entwicklungsstand haben von Sudras. Ne? Also nicht, es geht nicht um das Geburtsrecht, sondern es geht darum, wie weit sind Sie selber? Genau, das ist nun mal ein wichtiger Punkt. Das macht den Unterschied. Genau, also das hier auch noch mal vorweg. Wir sprechen hier nicht von der absoluten Abstammung. Sicher spielt die auch eine Rolle, aber auch hier gibt es auch immer wieder Ausnahmen, wo zum Beispiel jemand aus einer Handwerksfamilie kommt, aber sich gleich zu Goethe und Schiller angezogen fühlt und in eine völlig andere Richtung geht. Aber wenn es offensichtlich ist, dass der Mann verstärkt Shudra-Eigenschaften aufweist, die Frau auch verstärkt Shudra-Eigenschaften, dann werden diese beiden Partner eine oft erfolgreiche Ehe führen. Genau, und hier bei Vaishya und Shudra gibt es also ein kleines Machtgefälle. Wir wissen zum Beispiel, Vaishyas, die haben diesen Unternehmergeist. Das fehlt den Shudras oft ein bisschen. Shudras müssen oft gesagt bekommen, was sie machen sollen. Oder auch ein Künstler braucht oft einen Manager, sonst geht alles völlig in eine chaotische Richtung. Das heißt, hier ist ein kleines Machtgefälle, aber ich habe das sogar umgekehrt. In diesem Fall war es zwar umgekehrt,
aber das ist dann die Ausnahme. Die Frau war sehr geschäftstüchtig und der Mann war ein Tischler. Und die Frau hatte also einen großen Tischlereibetrieb hochgezogen. Der Mann kannte sich in allem aus, was mit den Maßeinheiten, wie man ein Fenster macht. Aber wenn es dann um Verträge ging, um Steuerabrechnung, das hat alles die Frau gemacht und das expandierte dann. So, das war nun, das ist jetzt ein umgekehrtes Beispiel. Das hat der Mann irgendwie so akzeptiert. Aber das ist, wie wir hören, eher dann wirklich eine Ausnahme. Umgekehrt funktioniert es wohl besser, ne? Wenn wir das hier uns so anschauen. Gut. Gut, gucken wir es uns weiter an. Und du, genau, Martina, du kannst es ja weiter vorlesen. Genau. Also ich wollte nur noch mal hinweisen, genau hier in diesem Quadranten gibt es ja da sind die Ehefrauen alle Shudras und hier oben wechselt es sozusagen, ne? Bei den Männern, da ist es. Genau. Jetzt in der nächsten Kategorie haben wir das sozusagen, dass die, ach ja, da hast du es ein bisschen anders angeordnet. Genau, Genau. du kannst ja mal Ja. eine Lücke machen zwischen Vaishya und Kshatriya. Mach da mal eine Zeilenlücke. Nee, da Ach so, drunter. zwischen. Warte mal, ein bisschen mal schon Also die drin. Vaishyas in einem Block, die weiblichen Vaishyas in einem Block, dann die Ach so, ah weiblichen. ja, okay, alles klar, jetzt weiß ich was. Oh, wenn es denn schnell gehen würde. So. Gut. Ah ja, jetzt okay, ja, jetzt sehe ich das. Mal rein. Genau, jetzt haben wir die Damen, genau, die Vaishya-Damen sozusagen. Und nach Kshatriya weiblich kannst du auch noch mal Ja. eine, ja, so ist schön. Ja, super. Okay, genau. Weil Aber es ist ein bisschen jetzt kann man, übersichtlich. ja, und jetzt, wenn du noch mal nach oben scrollst, jetzt sieht man auch eine mathematische, wie nennt man das? Hier sind es vier Optionen, dann bei den Vaishyas nur noch drei, dann bei den Kshatriyas nur noch zwei und bei den Brahmanas nur noch eine. Gut, jetzt aber. Genau, also die Vaishya-Damen, wenn sie mit einem Vaishya-Ehemann verheiratet sind, ist es sinnvoll. Mit einem Kshatriya-Ehemann ist es geeignet und mit einem Brahmana-Ehemann ist es möglich. Wenn wir dann Kshatriya-Frauen, wenn die Ehefrauen Kshatriyas sind, mit einem Kshatriya-Mann kein Problem, alles gut. Mit einem Brahmana ist es auch noch geeignet. Wenn wir eine Brahmana-Frau haben, und ein Brahmana-Mann, dann ist das auch sinnvoll. Super. Okay. Rasa Ja. Manjari, dann bist du jetzt dran. Hare Krishna, funktioniert das? Ja, ich höre dich. Alle anderen Konstellationen sind kritisch beziehungsweise regressiv. Pratiloma. Das habe ich nachgeguckt. Da gibt es tatsächlich auch ein modernes Wort in unserem Sprachberuf, Hypogamie. Ja, Ich genau. möchte dann, genau, es gibt nämlich tatsächlich auch aktuelle Forschungen zu diesen verschiedenen Ständeverbindungen. Das fand ich sehr spannend. Ich, also das ist Jörg in diesem Fall, möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass die oben angegebenen Klassen Varnas nicht als Geburtsrechte, sondern als individuelle geistig-spirituelle Entwicklungsstände zu verstehen sind. So können Menschen, die in einer Shudra-Familie geboren und unter ihnen aufgewachsen sind, durchaus die Qualifikationen eines Brahmanas aufweisen. Mit anderen Worten können Frauen mit einer solchen Qualifikation auch eine Partnerschaft mit einem männlichen Brahmana eingehen, ohne dass es für die Beziehung bzw. Partnerschaft erwähnenswerte Probleme gibt. Mehr zu diesem Thema findet man unter anderem im Srimad-Bhagavatam, 11. Kanto, 17. Kapitel. Genau. Ja, Jörg, an dieser Stelle würde ich sagen, wo wir doch am Anfang auf deine Übersetzungen hingewiesen haben, könnte jetzt jeder, der
diese Quellenangabe mal überprüfen möchte, der könnte nach der Sendung oder wann er immer mal möchte, sich deine Übersetzungen dann mal zur Brust nehmen, auf deine Webseite gehen und das hier mal nachlesen, weil ich ein bisschen jetzt auch auf den Glockenturm schaue. Aber vielleicht von deiner Seite noch eine Art Schlusswort zu dem hier Diskutierten? Ja, eigentlich gar keins. Es ist jetzt alles so weit besprochen worden. Ja. Man kann sich das ruhig im 11. Kanto mal angucken. Du hast ja hier eine Quelle angegeben. Ich glaube, ich habe dir mal noch eine zweite vorab geschickt. Srimad Bhagavan, also im 10. Kanto. Nein, das war was anderes. Ich muss jetzt nochmal gucken. Wo habe ich dir das geschrieben? Sophie. Ach so, also im 11. Kanto, 17. Kapitel, Vers 39. Und 11. Kanto, 20. Kapitel, Vers 2. Genau. Also das geben wir auch in der Videobeschreibung mit an. Wir schreiben hier so ein bisschen Protokoll mit. Da könnt ihr euch das nochmal genau raussuchen und werdet dann feststellen, das haben wir uns hier nicht so alles ausgedacht. Der Jörg hat das hier nicht so aus seiner eigenen Idee herausgearbeitet, sondern das hat alles handfeste Fundament, wie nennt man das? Fundament, ist alles fundiert in den Veden und auch wie Rasa Manjari eben sagte, da gibt es auch neue wissenschaftliche Untersuchungen. Und ja, wenn die meisten Menschen mal in sich hineinschauen und auch mal genau ihre Umgebung beobachten würden, dann wird man feststellen, also mir geht es so, dass das irgendwo doch alles Hand und Fuß hat, auch im Alltag, in der Praxis. Ja. Genau, das praktische Leben beweist, dass das, was im Bhagavatam beschrieben ist, auch stimmig ist. Ne? Theorie und Praxis stimmen hier überein, während dessen in der normalen Wissenschaft, der westlichen Wissenschaft, das nicht immer so ist. Genau, also Ideologien, moderne Ideologien versuchen ja, das göttliche Gefüge, so möchte ich es mal nennen, immer wieder gerne auszuhebeln. Aber am Ende kommt da nie was Gutes bei heraus. Und deshalb finde ich das gut, wenn wir das hier mit einem nüchternen Geist uns betrachten, also nicht fanatisch. Der Jörg hat es sehr schön hier beschrieben. Es gibt immer die Ausnahmen und es ist nicht von Geburtsrecht abhängig. Das wäre sonst die fanatische Sichtweise, wenn wir das nicht berücksichtigen. So, und wenn wir das aber alles mit einbeziehen, dann kann hier eigentlich nicht viel bei schief laufen. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Jörg bedanken aus Rostock und nochmal auf seine Übersetzungen hinweisen. Nutzt gerne diese Möglichkeit und mich auch bei allen MTB-Nektarhummeln bedanken, auch all denen, die hier ohne Kamera mit dabei sind. Hari Hari Bol. Und wir können ja zum Abschluss nochmal ein kurzes feuriges Hare Krishna singen. Habt ihr eigentlich schon unseren Vedavox-Kanal abonniert und die Tempelglocke aktiviert? Es muss ja auch gar nicht feurig sein, es kann ja auch ganz entspannt sein. Ich drücke mal auf den Musiker-Button. Kann man die Ukulele hören? Ja. Super. Ja. Okay, Achtung. Ich singe einmal vor. Schaltet gerne eure Mikrofone alle einmal ein. Auch die YouTube-Zuschauer. Wir hören euch zwar nicht, aber Krishna wird euch hören. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Hadi, hadi wohl. Hadi wohl.